Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Zoo. In der letzten Folge haben wir jede Menge Glowstone gesammelt. Ich würde eben das hier auch eben mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Weil an der Stelle kann nicht viel passieren. Glaube ich. Nehmen wir eben die Diaspitzhacke, damit wir schnell abgebaut haben. So betrachtet das, was wir jetzt nicht richtig abbauen, das landet in Lava. Das ist dann eigentlich auch schon ein bisschen scheiße. Zumindest eine gerade Zahl, vielleicht. Ach, hätte ja sein können. Das ist genau ausgeht. Genau ausgeht. Ja, jetzt müssen wir irgendwie runter. Erstmal jede Menge vorbauen. Sollten wir auf Lava treffen. Und sehr schnell ins Portal. Bei Feuerzeug irgendwo dabei? Oberwelt. Okay, hätte ich zum Glück noch dabei gehabt. Und das war jetzt auch noch so eine Angst gewesen von mir, aber dann wären wir da drin festgesetzt, weil ich hätte weder Eisen mit dabei gehabt noch sonst irgendwas. Dann ich glaube, Kies haben wir wohl weiter hinten. Schwarzpulver werfen wir mal da rein. Manche Blöcke hatten wir glaube ich auch irgendwo schon. Ja. Die Spitzhacke kommt weg. Ja, Lust. Lust und werden wir gleich verbauen. Die zwei anderen, die kommen dann eben da rein. Können wir auch vielleicht in den nächsten Folgen mal einfach mal gucken, dass man vielleicht fängt mal das Lager zu bauen. Und das Ganze mal richtig einsortieren. Den Kies können wir ja mitnehmen. So. Und was mich jetzt auch interessieren würde, es gibt auch sogenannte Spielgeräte. Oder sonstige Dinge wie hier so eine Wärmelampe. Okay, die Ostern und Redstone. Na gut, okay. Reifenschaufel. Reifen, Eisen und schwarze Wolle. Ja gut, da fängt schon an. Hierfür wäre nur Faden notwendig. Und hier da steht so einiges mit drin. Ne? Guck mal ja mal eben bei der Klappe schon gucken, was es da überhaupt eigentlich alles gibt. Das sind glaube ich bei weit nicht alle, aber das ist das, was mir zumindest so spontan einfällt.
Pinsel. Faden und einen Stock. Der Glowstone ist da jetzt ein bisschen überflüssig, aber gut. Wollen uns mal nicht beschweren. Bitte vier, bitte vier. Zwei raus. Das heißt, die müssen vielleicht auch mal gucken nach Behutsamkeit oder so. Dass wir das weiter könnten wir eigentlich auch noch so bei den Fackeln bleiben, die wir da aktuell haben. Da bauen wir jetzt erstmal nicht weiter. Hier fehlt sogar ein Knopf. Mal ein Löchlein noch aufgetan. Und hier. Das wäre damit ausgeleuchtet. Wir müssen uns im Kampf beweisen. Ist nicht gerade symmetrisch. Oder asymmetrisch. So, hier wäre dann glaube ich erstmal wieder genug Licht. Und so bei Arcturus fehlt noch einiges. Die Stellen, die haben wir übers Dach sogar markiert. Drin ist Glowstone. Ja, das ist eine Erde markiert. Erde. Weil ich fahre hier mit Sicherheit nochmal rein. Nicht so weitermachen. Oh, der ist falsch. Dann muss ich einen weiter hier rüber. So. Und. Das wäre es doch eigentlich schon mit dem Licht. Oder so ziemlich.
Arcturus noch mal eben was. Platzieren, dass er auch ja ausreichend Licht bekommt. Mal kurz gucken. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er auch was zu fressen hat. Ich glaube, wir sind da mal durchgegangen. Aber ich glaube nicht, dass er was zu essen. Wir ihm damals was zu essen gegeben haben. Weil wir jetzt nicht das Richtige gehabt haben. Zu dem Zeitpunkt. Oder? Nee. Wollen wir auch mal gucken, wo ist denn der Feine? Können wir auch gucken, wie es dem so geht. Ich weiß jetzt gerade nicht, was er eigentlich braucht, wenn man ihn zähmen will. Arcturus schwimmt, das weiß ich. Also irgendwo ist er. Irgendwo im Wasser versteckt der kleine sich. Gefunden. Schlangenfutter. Schlangenfutter, das rohes Vogelfleisch, rohes Buschfleisch, Kaninchen, Hühnchen. Ja, das sind alles Dinge, die ich nicht hab. Bis auf vielleicht das Hühnchen. Weil der das Hühnchen noch lebt. Dann geh du mal hier rein und such mal nach ein paar Bänken. Beziehungsweise fehlt uns Lehm. Klingt bestimmt irgendwie nachgefüllt. Ein bisschen Lehm haben. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass mir Lehm fehlt. Weil kann auch sein, dass wir generell nicht viel reingeworfen haben, weil der kleinen Ziegel. Hier, die haben wir dafür ja hergestellt. Ich glaube nicht, dass man die dafür jetzt noch verwenden kann. Wäre es ja noch gewesen. Das war ja so ein bisschen eine Enttäuschung. Wir haben eigentlich auch noch ein paar Villager. Ich glaube es bald von nicht. Ich glaube, sie sind mittlerweile alle schon gestorben. So, sieht danach aus. Ich glaube, der einzige ist nur noch der, den wir da irgendwo unten drunter mal versteckt haben. So, danke. Das erleichtert uns den Abriss. Ich habe ein bisschen Weizen dabei. Ich
für meine Hühnchen. Gut, 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 gut. Du vermehrst dich mal mit dem da. Du vermehrst dich mit das andere. So, ich glaube. Das wollte ich jetzt nicht. Kann ich schon was essen. So, ich lege mich mal eben ins Bettchen, wenn es noch geht. Dass wir vielleicht noch einen Tag irgendwie zusammenkriegen. Ich wollte jetzt nicht sterben. Gut, dass er blöd ist. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann tschüss. Und bis zum nächsten Mal.